Hallo und herzlich willkommen zurück zu der neuen Folge Tim Tim. Wir müssen von letzter Folge noch Wasserbogen beschaffen. Ich unter die Erde beschaffe Wasserbogen. Genau, dafür müssen wir in die Wien von Mietlern. Ich weiß wieder, wo wir waren. Ich weiß wieder, was wir getan haben. Ich weiß, was du letzte Nacht getan hast. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, was ich letzte Nacht getan habe. Aber wir brauchen die blöden Wasserbuben. Ach, stimmt, die Blubberdinger, ne? Die Blubberdinger sind das wahrscheinlich. Auch komische Geste, weil ich gerade Let's Play mit Cam aufgenommen habe. Da sieht ihr die gar nicht. Was für eine Pfütze? Du musst die. Das muss die Untergrundquelle sein, die Sugi studiert hat. Ich nehme eine Probe. Yay, das ist eine Probe des unterirdischen Gewässers für Sugi bekommen. Wo war die andere Pfütze? Wo war die andere Pfütze? Drüben, ne? Nein, das heißt, wir müssen schlittern. Ach man, ich will meine Schlittschuhe wieder haben. Ach, grundsätzlich. Grundsätzlich fahre ich hier nach oben. Dann muss ich einfach nur runter. Hoch und rüber. Und natürlich hier hoch. Und natürlich Tim-Tim. Die Wasserprobe war links unten. Ne? Ein Bannbann. Zwei Bannbanns. Ich habe Ozeana nicht mehr in... Genau. Das ist immer aber auch schon lange nicht mehr hier. Oh, oh. Ein Viertel nur. Ah, das ist doch der Blut. Oh! Jahre ist ja auch tot. Warum habe ich denn so wenige Temtems? What? Wie könnte das denn passieren? Wow, jetzt ist irgendwo mit Temp wieder. Okay. Vielleicht aufhören, meine Tim-Tims zu töten. Das wäre richtig lieb. Doch nicht auf... Oh Mann. Sherrod muss helfen. Die Glasklinge macht wahrscheinlich jetzt nicht kaputt. Wahrscheinlich glaube ich zu 1,50 oder so. Nee, Gott sei Dank. Stimmt, weil man kann ja nicht angreifen. Hat sich ja vor Überlastung selbst verletzt. Aha. Ich bräuchte ganz dringend dein Tempcenter. Aber ganz dringend. Oh. Nochmal zwei Bonbons. Sherrod. Ich nehme die Glasklinge, jetzt muss halt alles total gut jetzt rücken. Immerhin greifen sie Sherrod mit ihren Sachen an. Aua. Vandale. Mit der Klaue. Mach mal auf Sherrod. Super. Wiedersehen, Baba. Das war nicht nett mit dir. Na, immerhin ein bisschen. Okay, Glasklinge. Die Klaue, dann sollte sich eigentlich erledigt haben. Ah, aber nicht sogar jetzt schon. Sehr gut. Wir haben bald den ersten Level 40er. Ach, Gott sei Dank. Ich muss mein Team wieder umstellen. What the fuck?
Wie konnte es denn so weit kommen? Alle hier. So, ne? Das Hummer läuft mir wieder hinterher. Ja, ja, das habt ihr echt lange nicht mehr. Was für eine Pfütze, das muss die Untergrundquelle. Ihr wisst, was ich meine. Oh, ein Madrid. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Nein, das habe ich noch gar nicht. Ich nehme die Windklinge. Da, Feuerflamme. Ja, das sollte ich eigentlich... Aua. Damit sollte ich es eigentlich... Da, Windklinge, Feuerflamme. Nein, ach komm. Guck mal, Anna hier, du Arsch. Ja, gut. Skansch. Aber auch nur, um eine Tem-Karte plus zu schmeißen. Du musst dich aus. Ich habe ein Madrid gefangen! Resistenz. Entschuldigung. Negative Statusveränderung. Nicht das Temtem treffen, dauern eine Runde kürzer. Ab ins Temdeck. So. Wir gehen wieder hoch. Hier vorbei. Weil wir eh dran vorbeilaufen. Ach, wir müssen ins Xolotl-Reservoir. Reservoir. Dann müssen wir... Ich bin gerade einen völlig falschen Weg gelaufen. Genau, und dann müssen wir... Wir bringen jetzt die Wasserproben, dann kriegen wir unsere Surfbretts und dann können wir die Medizin zur Octlane bringen. So sieht der Plan aus. Da sind wir schon mal ziemlich ein Stück weitergekommen mit der Story seit der letzten Folge, ne? Das wird ja. Dieses LP besteht nicht nur aus Kämpfen. Trainieren. Das Xolotl-Reservoir. Jawohl, natürlich sind es wieder die ersten Grashalme. Ich muss auch eher einen Xolotl wieder schieben. Ich muss eh wieder einen Xolotl fangen. Der Arsch hat mein Zulockel. Jawohl! Ging fixer als gedacht. So. Dann muss ich hier runter. Nein, muss ich nicht. Ja, natürlich. Orientierungslosigkeit wird sofort bestraft. Zuma und Anna hier als Team ist irgendwie strange. Was ist denn jetzt so resistent? So, was der 31 ist, nur weil er 29, ne? Verstanden. Ach halt, da müssen wir hin. Hallo, Fräulein. Hast du die Wasserproben? Bitteschön. Du hast die zwei vollen Proben abgegeben. Oh, wunderbar. Vielen lieben Dank. Jetzt werde ich in der Lage sein, den xolotischen Kontaminationsgrad im quetzalianischen Wasser zu bestimmen und die notwendigen Änderungen im Filtersystem einzustellen. Du hast der Wissenschaft heute einen großen Dienst erwiesen, Chi. Da ist es nur fair, dass die Wissenschaft etwas für dich tut. Hier nimm diese kleine Fläschchen. Diese kleine Fläschchen. Du hast einmal TC09 Antitoxine bekommen. Technikkurs vor Antitoxine. Fortgeschrittene Gegengifte heilen den Status des Ziels.
Es enthält nur eine Dosis, aber das sollte reichen. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Kannst du meinen Surfred säureresistent machen? Dann zeig mal her. Du hast einmal Surfred abgegeben. Dieses Holzstück den Kontakt mit dem xylotischen Säure eine Minute lang aushalten. Wenn wir es nicht mit einem speziellen... Sorry, keine Minute lang. Wenn wir es mit einem nicht mit einem speziellen Antisäureanstrich behandeln. Hier, das sollte reichen. Lass es noch ein wenig trocknen. Und dann kann es losgehen. Yeah, ich habe ein säureresistentes Surfbrett bekommen. Ein feines venezianisches Brett, einst im Besitz von Dojo-Meisterin Sophia. Es wurde für den Gebrauch in den giftigen Säuregewässern behandelt. Ich hoffe, ich habe nicht dein Mojo ruiniert oder an was auch immer ihr Surfer glaubt. Jetzt kann es jedenfalls längere Zeit auf dem xylotischen Fluten standhalten. Pass auf Spritze auf, sie tun ganz schön weh. Und fahren ja nicht ins Wasser, wenn du auf den Wellen zu reiten versuchst. Yay, finde den Eingang zum Xenote. Ich muss die Medizin noch zu Oklana bringen. Da gehen wir jetzt schnell zurück, oder? So, ja, da muss ich ja hin. Wir nehmen den kürzeren Weg, oder? Weil sonst müssen wir echt einmal da komplett rum. Vielleicht finden wir ein paar neue Temtems. Habe ich einen Colorbiss schon? Nee, ne? Ich habe keinen Colorbiss. Du machst jetzt bestimmt gut. Nein. Aua! Das hat er geklappt. Nimm doch mal Kettenblitz. Du ruhst dich aus. Au. Nein, die Cannabis ist sterblich. Au. Nein, das hat sich jetzt veranstaltet. So, okay, jetzt ist es tot. Oh Gott. Bist du dumm? Wow. Ja, ach lol, nochmal. Gettenblitz. Nur eine Klaue. Eine Cypher zumindest tot. Wiedersehen. Das klingt jetzt ganz nicht so viel. Ne? Ja. Okay, ich nehme mal den Gleichstromstrahl. Und ich lasse mal warten. Alter! Okay, Tim-Karte plus. Du musst dich aus. Yes! Wir haben einen Cannabis. Botanphobie. Durch Naturtechnik erlittener Schaden ist um 50% erhöht. Ja, leck mich doch am Arsch. Du bist ein blödes Cannabis. Ja, Shadow ist Level 40. Unser stärkster Mann. Unser stärkstes Tem im Team. Oh nein, du willst kämpfen. Das ist aber ungünstig. Ich wusste, dass Captain Kohle jemanden schicken würde, um mich zu schnappen. Du wirst mich nicht so einfach erwischen wie Tlaloc. Was? Stell dich nur dumm. Glaubst du wirklich, du kannst mich reinlegen? Grubenwürmer überqueren doch nicht einfach so zum Spaß das Xolotl-Reservoir. Du bist den ganzen weiten Weg aus einem einzigen Grund gekommen, um mich zu fangen. So oder so werde ich dich besiegen und meine Schwester retten. Meine Temtem sind voll am Arsch. Vor allem mein Gazuma. Gettenblitz. Vitalapfel. Ich
immer tot. Bist du dumm? Und Serra wird nicht viel bringen. Ich bin Tito. Was? Na gut, es schläft immerhin. Und Ukama ist immerhin tot. Irgendwas, irgendwas. Sephiroth. Ach, der Vogel. Hab ich den schon? Weiß ich nicht. Cannabis. Immer noch eines der lustigsten Geräusche. Ich muss dich eigentlich nur noch kratzen. Wir sehen. Sephiroth. Wenn auch immer Sephiroth oder so gesagt. Also gut, du gewinnst, Krummwurm. Du hast 346 Sonnentaler gewonnen. Und jetzt wirst du mich gefangen nehmen. Wie gesagt, ich bin keine Waffe. Du? Wirklich? Warum bist du denn hier? Du bist über eine reine Säure gesurft, um mich rein zufällig aufzusuchen und einen Temtem-Kampf mit mir zu veranstalten? Ich erkunde eigentlich nur die Gegend. Das ist unerwartet. Ich, also, entschuldige bitte. Ich habe wirklich gedacht, dass du... Ach, auch egal. Vielleicht kannst du mir sogar helfen, wenn du Interesse hast. Erzähle ich dir gerne mehr. Ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen. Wir sind ja ein netter Mensch, ne? Das ist also Zugang zu den Untergrundstadt der Grubenwürmer. Nun, ich könnte das Hilfe gebrauchen. Interesse? Na klar. Ha, anscheinend habe ich mir jetzt meinen eigenen Söldner angeheuert. Also das hier ist das Problem. Meine Schwester Tlaloc wurde letzte Woche von den Scherken von Captain Crowley gekidnappt. Laut denen sind wir Gesetzlose, weil wir seine Regeln nicht anerkennen. Wir wollen einfach in Ruhe gelassen werden und so leben, wie wir wollen. Das ist kein einfaches Leben, aber wir sind frei. Ich weiß nicht, warum sie Tlaloc gefangen halten, aber ich wette, es wäre für dich kein Problem, sie zu befreien. Ach, das ist das Gefängnis da oben. Siehst du eine Aufgabe weniger? Das ist ein Kinderspiel für dich. Eingesperrt zu werden ist echt schlimm. Du warst schon im Knast? Dann hilf einem Mitgefangenen. Ich kann dir nur sagen, dass die Flucht aus dem Gefängnis nicht sehr einfach ist. Doch ist es, wenn man den Schlüssel hat. Das den Schlüssel? Nein. Okay, wo ist denn der Schlüssel? Ich kenne die Spielin, die alle Schlüssel für das Gefängnis herstellt. Sie hat bestimmt einen Zweitschlüssel. Also frage ich einfach nach dem Gefängnisschlüssel. Wenn sie nicht arbeitet, ist sie in dieser Bar. Okay, ich begebe mich mal auf die Mission. Mein Held. Eigentlich wollte ich nur das. Wahnsinnsbuff. Technikkurs für Wahnsinnsbuff. Dieser Wahnsinn hat eine scharfe Kante. Wer wenig ist, 25% der maximalen LP zu Opfern erhält. Special Angriff und Special Verteidigung steigen. Verdammt. Aber du würdest sicherlich nicht meine Temtem heilen. Endlich hast du die Medizin gebracht. Du hast einmal Entsorgung, Erstversorgungsmedizin abgegeben. Hey Leute, wir haben einen Erste-Hilfe-Kasten. Helfen wir den Verletzten. Chido, hast du es gerettet. Ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, aber du hast es wirklich geschafft. Nimm dies. Ich weiß, dass du es gut gebrauchen kannst. Oh, ich dachte, meine Schlittschuhe. Die Narbe ist im Eimer, aber wenigstens werden jetzt alle Besatzungsmitglieder beleben. Also wenigstens die, von denen wir wissen. Wer fehlt denn noch? Wir haben Kemal noch nicht gefunden. Niemand hat ihn oder seine Klamotten bislang gesehen und das ist nicht gut. Ist über Bord gegangen? Sag sowas doch nicht. Mein Freund Kemal ist am Leben, das weiß ich einfach. Wir müssen ihn finden und du bist die einzige Person, die sich gerade von hier fortbewegen kann. Also kannst du ihn bitte suchen? Oh, und wenn du schon einmal dabei bist, kann ich dich um einen persönlichen Gefallen bitten? Na doch. Danke, also da gibt es jemanden in Quarzzahl. Du musst sie finden und dir sagen, sage einfach, dass es mir gut geht und dass ich keine Sorgen um mich machen soll. Das ist meine Frau, Isel. Sie lebt im westlichen Teil von Quarzzahl. Ich habe gerade... Isel? Isel? Isel. Im westlichen Teil von Quarzzahl in einer dieser schicken Geodenhäuser. Das ist ziemlich nah am Eingang von der Oberfläche. Sag ihr bitte, dass es mir gut geht und dass ich sie besuche, sobald ich wieder laufen kann. Und pass auf, dass sie nichts Dummes macht, wie etwa alleine hier hinzukommen. Kannst du das tun? Ich werde sie beide finden. Ich werde sie finden. Exzellent. Ich bitte... Und
und bitte Eisel, dir zu helfen. Sie kennt die Stadt besser als jeder andere. Würdest du meine Temtem heilen? Ja, danke schön. So, finde den Eingang zum CP. Kriege die Medizin zu Oklana. Habe ich doch jetzt gemacht. Okay. Erkunde die Insel nördlich vom. Da muss ich hin. Okay. Ha! Allerdings ist die Folge schon zu Ende. Deswegen heute flott. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, auf Wiedersehen!